Ich will eigentlich meine Neon Cobra nicht verlieren, aber ein Diamond Unicorn wäre natürlich schon extrem gut. Macht er nicht, 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 macht er nicht. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Dob Demi. Und ja Leute, heute gucken wir mal, was traden Leute eigentlich für eine Neon Cobra, Leute. Für eine Neon Cobra Schlange, die ich tatsächlich heute von der Dobby bekommen habe. Ja, ich logge mich ein und auf einmal sehe ich das hier. Mega, mega cool auf jeden Fall der Dobby. Danke dafür. Trotzdem hat sich meine Meinung über das Update nicht geändert, aber darüber gehen wir gleich nochmal ein, Leute. Davor würde ich sagen, like doch gerne das Video, falls es dir gefällt, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos mal von mir zu verpassen. Und ja, Leute, wir haben eine Neon-Cobra und noch drei weitere, eine Right, eine Fly und eine Neon. Nice, nice, nice. Und ja, Leute, mal schauen, wie eine Mega-Neon aussieht, mal schauen, ob ich irgendwann meine haben werde. Aber Leute, in diesem Video geht es um die Neon-Cobra und ich würde sagen, benutze doch gerne Starcode Jojo, falls du dir Robux oder Roblox Premium kaufst. Ich habe hier gerade mal eine neue Animation eingeblendet. Welche findet ihr cooler, Leute? Die alte, also die hier? Oder die, die ich eben eingeblendet hatte? Ich finde beide richtig cool. Ich glaube, ich werde einfach beide benutzen. Und ja, wie gesagt, falls du dir zum Beispiel eine Cobra kaufst, benutze auch gerne Starcode Jojo. Und Leute, gehen wir direkt mal in die Mitte. Keine Zeit verlieren. Und ich würde sagen, weiter geht's nach dem Intro. Oh ja, Leute, ich glaube, wir haben auf jeden Fall einen guten Server erwischt. Aber vorher zeige ich euch direkt mal die Neon Cobra, weil ich meine, heute ist der Tag, nachdem das Update rausgekommen ist. Und viele, viele von euch haben die noch nicht gesehen. Ich meine, ich hole mal kurz die normale raus. Man kann sich ja schon denken, was Neon leuchten wird, wenn man die sich mal so anguckt, Leute. Man kann es sich ja schon im Groben denken. Und ich werde es euch jetzt auch zeigen, Leute. Kein Problem. Boom. Hier haben wir es, Leute. Bam. Und ja, das war eigentlich genauso, wie ich gedacht hatte, was leuchten wird, Leute. Das wird leuchten. Und ich dachte, es wird einfach nur leuchten in keiner anderen Farbe, Leute. Und die Zunge leuchtet tatsächlich auch. Und das ist auch das einzig Coole, was cool ist, Leute. Und hier haben wir einen Mega-Neon... Oh mein Gott. Frost Fairy? Ich mache auf jeden Fall meine Trades an, Leute. Und bin mal gespannt, ob ich bin ein Fan. Oh, cool. Hi, auf jeden Fall. Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich, Leute. Hier haben wir auf jeden Fall einen ziemlich vollen Server. Und ich habe hier die Neon-Cobra, Leute. Die ist ja noch recht neu. Das heißt, ich denke, dass ich jetzt irgendwelche coolen Offer hierfür bekommen werde. Aber, Leute, das werden wir jetzt ja sehen. Traden wir mal ein paar Leute an hier, Leute. Traden wir einfach ein paar Leute an. Und hat der erste schon angenommen, Leute. Boom. Hier, was hast du denn so für eine Neon-Cobra? Zu offen eine Neon-Fly Red Turtle, Leute. Das würde ich tatsächlich machen. Wird der das machen? Also, ich würde das machen. Wobei ich halt ablehnen würde, weil sonst die Folge vorbei wäre. Aber okay, er macht es anscheinend auch nicht, Leute. Alles klar, da haben wir direkt die nächste Trade-Anfrage bekommen. Hier haben wir einen Mega-Neon-Fly-Red. Das ist dann wahrscheinlich von meinem Fan hier. Hast du einen Offer? Ja, aber in dem Video geht es um die Cobra, also nein. Also falls du den Mega-Neon nicht offern würdest, was ich auch persönlich nicht machen würde, Leute, weil der Mega-Neon Frost Fairy ist viel, viel krasser als die Cobra. Ich denke auch nicht, dass die Cobra aus dem Spiel verschwindet. So, Leute, eine weitere Trade-Anfrage. Ein Neon-Rhino, ein Neon-Ride-Rhino, beziehungsweise Nashorn halt auf Deutsch, ist zwar seltener, viel seltener, aber würde ich nicht machen, Leute. Ja, also ich finde das Update, ich finde die Cobra an sich, das Pet finde ich cool, Leute. Und wir können uns jetzt auch mal die Tricks angucken, weil das hat jetzt ja auch Tricks drauf, Leute. Lass uns mal eben die Tricks angucken, bevor wir hier weiter traden, Leute. Und ich, also wenn du jetzt einen Red Panda da reinlegst, dann nehme ich definitiv, nee. So, Leute, lass uns mal die Tricks angucken. Achso, wir müssen die erst beibringen. Okay, Leute, stimmt ja. Wir müssen die Tricks erstmal lernen, das mache ich mal eben. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich die Tricks habe. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare von einer Skala von 1 bis 10. Wie cool findet ihr die Cobra? Schreibt das mal bitte rein. Und Leute, wir werden uns jetzt mal die Tricks angucken. Nee, nicht füttern, Leute, hier Tricks. Und wir haben zuerst sitzen, Offer. Nein, ich will nicht. Und okay, das sieht auf jeden Fall ziemlich süß aus, Leute. Warum werde ich denn hier von den Leuten belagert? Tricks, ich glaube, die hier sind langweilig, Leute. Machen wir einfach Trick 1 und Trick 2, das sind die coolen immer. Und was hast du drauf? Und... nix, okay. Ja, jedenfalls haben wir einen weiteren Trade bekommen und ein Arctic Reindeer, okay. Das ist natürlich nicht schlecht, Leute, weil das kann man ja schon seit 2 Jahren nicht mehr bekommen eigentlich, also seit fast 2 Jahren. Aber nee, sorry, ich will die Cobra auf jeden Fall behalten, aber sag mir bitte nicht, das ist jetzt der Trick 1, oder? Das ist einfach nur hinlegen. Also, bitte enttäuscht. Also ich bin ja generell von diesem Cobra-Update nicht so überzeugt, weil die Entwickler sich kaum Mühe gegeben haben. Ich meine, guckt euch das mal hier an, Leute. Ich stecke mit meinem halben Fuß im Pad drinne. Ich habe einfach die normale Sitzanimation und ich wackel nicht mal in die richtige Richtung. Also ich finde, hier würde sich extrem wenig Mühe geben. Wisst ihr, was mega cool wäre, wenn man hier einfach auf diesem Schweif drauf surfen würde oder sowas, Leute? Aber was ist denn das? Also die Tricks sind ja normalerweise cool und das hier ist einfach nichts anderes außer hinlegen. Also sitzen, das hier... Und Trick 1 sehen fast gleich aus. Okay, bitte Trick 2 überzeugt mich wenigstens, bitte. Bitte Trick 2 überzeugt mich wenigstens, bitte. Bitte.
Okay, das ist, ja, das ist cool. Das ist cool, cooler auf jeden Fall als Trick 1. Also Trick 1 ist eine komplette Katastrophe. Stellt euch mal vor, wir würden einfach eine Neon-Giraffe dafür bekommen, Leute. Nie im Leben, aber wäre natürlich mega, Leute. Nein, ich will nicht ein Red Panda haben. Also ich mache mal eben hier die Cobra als Favorite, Leute. Dann haben wir das hier einfacher. Und ich will nicht deinen Red Panda haben. Wem gehört denn hier die Giraffe? Hä? Die liegt hier einfach nur rum, Leute. Aber wem gehört sie denn? Dem kann... Ich glaube, sie gehört ihm, Leute. Ich trade ihn einfach mal eben. Vielleicht hat er ja das Offer für die Giraffe, Leute. Stell dir mal vor, Leute. Stell dir vor, wir werden jetzt einfach eine Neon-Giraffe dafür bekommen. Macht er nicht, 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 macht er nicht. Macht er nicht, macht er nicht, macht er nicht, macht er nicht. Ja, ich hab's euch gecallt, Leute. Aber ich hätte das im Leben auch nicht gemacht, Leute. Das wäre komplett. Oh, ein Neon-Goldener Griffin. Cool. Leute, cool. Aber ich finde mich hier auch cool mit meiner Kobra. Ich würde dir echt liebend gerne eine Raid Potion geben, aber nee, sorry. Also, nee. Sorry, ich finde sie echt, nein, einfach nein. Oh, was hat die denn hier, Leute? Ich kann das schlecht erkennen, Leute. Es ist eine Crow. Es ist eine Neon Crow. Die würde ich auch nehmen. Also, falls du die Neon Crow mir geben möchtest, dann können wir das so organisieren. Also, ich hätte auf jeden Fall, also den Trade würde ich auf jeden Fall machen. Aber den wirst du sehr wahrscheinlich nicht machen, oder? Ich meine, das wäre natürlich schon ziemlich episch, wenn sie den machen würde. Aber das wird nicht passieren, Leute. Wir drücken einfach mal auf Akzeptieren und ablehnen, ablehnen. Ah, da hat sie abgelehnt, Leute. Na gut, habe ich auch erwartet, Leute. Habe ich auch erwartet. Ich meine, das Ding hier ist jetzt nicht wirklich krass, Leute. Es wird sehr wahrscheinlich für immer im Spiel drin bleiben. Und kostet quasi nur 500 Robux pro Stück. Also, das Ding hier kostet 2000 Robux insgesamt. Aber eine Neon Turtle würde ich auf jeden Fall nehmen. Eine Neon-Turtle würde ich nehmen, Leute. Aber wir werden sie da wahrscheinlich nicht bekommen, Leute. Aber es sind auf jeden Fall hier... Also ihr seht auf jeden Fall, man kriegt Offer, aber jetzt nicht so krasse Offer, Leute. Und wenn der das wirklich akzeptiert, das wäre schon ziemlich krass, Leute. Das wäre schon ziemlich krass. Ah, schade. Ja, okay, dann, Leute, haben wir eine weitere Handels- und Frage bekommen. Und was hast du denn so zugegeben? Ein Diamond-Unicorn? Eine Neon... wird die das machen? Oder der? Ja, hä? Leute, jetzt bin ich am überlegen, soll ich das machen oder nicht? Soll ich das machen oder nicht? Ein Diamond Unicorn ist halt schon krass, ne? Ich weiß das nicht, was soll ich machen, hä? Was soll ich machen? Soll ich das machen? Ich könnte dann halt keine weiteren Offer mehr suchen, ne? Diamond Unicorn verliert halt immer mehr an Wert, aber... Oh mein Gott, was? Ja, ich muss das eigentlich machen. Ich will eigentlich meine Neon Cobra nicht verlieren, aber ein Diamond Unicorn wäre natürlich schon extrem gut. Ja, ich glaube, ich muss das machen, Leute, weil das hier kostet ja auch nochmal Robux insgesamt. Ja, Leute, ich mach das. Komm, wisst ihr was? Ich hab's gemacht, ich hab's gemacht. Diamond Unicorn und ein Red Squirrel, Leute. Ich weiß nicht, ob das Ciao auf jeden Fall the Trade unexpectedly failed. Also ich glaube, das wäre ganz gut, Leute, weil das Diamond Unicorn verliert zwar immer mehr an Wert, aber es ist halt immer noch sehr, sehr, sehr wertvoll und die will mir eine normale Fly-Ride-Cobra geben. Warum aber der Trade jetzt leider fehlgeschlagen ist, mega merkwürdig hier auf jeden Fall. Aber hier sind auf jeden Fall ein paar Leute, die mich anscheinend hier erkennen oder sowas. Und Leute, die Neon Crow, oh mein Gott, Leute, die würde ich sofort nehmen. Da würde ich nicht mehr überlegen. Beim Diamond Unicorn ist halt so eine Sache, das ist halt sehr selten. Aber es verliert halt immer mehr an Wert. Und Neon Unicorn nehme ich leider nicht. Jojo. Jojo. Na, help my account, Miss. Interessanter Name auf jeden Fall. Nee. Jojo. Hi. Jojo. Ich schreibe einfach mal Hi. Hi. Na, da, la, 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 Kitten. Hallihallöchen. Was hast du denn so zu geben für einen Neon Cobra? Einen Neon Golden Red. Das würde ich auch machen. Ja? Also Leute, eine Golden Red kann man seit einem Jahr fast nicht mehr bekommen. Und die Neon Cobra wird man für immer bekommen können. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz gut. Aber Leute, ich lehne ab. Ich lehne ab, weil ich will irgendwie noch weiter traden, obwohl der Trade gar nicht so schlecht gewesen wäre. Aber irgendwie dann doch. Also er wäre schon cool, aber Leute, das Offer war krass. Das Offer war krass. Eigentlich hätte ich das jetzt angenommen, aber ich will halt irgendwie noch ein bisschen weiter traden. Wobei die Folge auch schon ziemlich lang ist, Leute. Aber ein paar Trades will ich mir gerne noch angucken. Gibt es denn noch irgendwas Cooles, Leute? Ja, na, da haben wir wieder die Neon. Leute, hier haben wir ein. Okay. Aha, ein Neon Sloth. Okay, Leute, aber die Lobby ist auf jeden Fall krass. Hier haben wir jetzt so einen King Monkey, eine
Owl. Eine Owl wäre natürlich auch mega krass, Leute. Und oh, hier hat sogar jemand angenommen. Der legt sogar die Owl rein. Ich lege mal hier die Snake rein, Leute. Die Cobra lege ich mal rein, die Neon. Und wird er das machen, Leute? Wird er das machen? Ich drücke mal auf akzeptieren. Oh, abgelehnt. Ja, okay. Hätte ich auch schon erwartet, Leute. Oh, ein Neon Sabertooth. Okay. Leute, also ich hätte auf jeden Fall das Diamond Unicorn, hätte ich, glaube ich, genommen. Dann das, was wir eben hatten, hätte ich auch genommen, Leute. Die Neon Golden Red, die war ja auch noch Fly Ride. Das wäre auch, glaube ich, ganz gut gewesen. Weil, wie gesagt, die kann man halt schon seit über einem Jahr nicht mehr bekommen. Und die Cobra wird man halt sehr wahrscheinlich für immer bekommen können. Aber Neon, aber sie ist halt gerade ziemlich neu. Das heißt, eigentlich hätte ich es machen sollen. Eigentlich hätte ich es machen sollen. Ich gucke mal, ob ich den Trade noch irgendwie aufgabeln kann oder sowas. Und wenn ja, dann mache ich den Trade kurz. Und wenn nicht, da haben wir sie auf jeden Fall, Leute. Sie hat sich gerade wegteleportiert. Oh, sie hat sogar noch angenommen, Leute. Wisst ihr was, Leute? Wenn es jetzt funktioniert, dann machen wir es einfach. Die Neon Cobra ist natürlich jetzt neu, Leute, und ziemlich cool. Aber, Leute, das hier wird immer mehr an Wert gewinnen. Und das hier halt eben nicht, Leute. Weil irgendwann kann man sie halt immer noch bekommen. Und die kann man schon seit über einem Jahr fast nicht mehr bekommen, Leute. Und die ist sogar noch Neon. Für den Normalen hätte ich nicht gemacht, aber Neon Flyride, Leute. Akzeptieren wir jetzt den Trade. Wir traden jetzt unsere Neon Cobra weg. Und boom. Und oh, es hat funktioniert, Leute. Nice. Ich würde sagen, es war schon ein bisschen abgezogen, sag ich mal. Also, mein Trade war auf jeden Fall ziemlich anders, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, Leute, wir haben jetzt eine Neon Golden Red. Ziemlich cool auf jeden Fall. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oh, und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos mehr von mir zu verpassen. Mit uns auch gerne Starcode, Jojo, falls du dir Robux oder Roblox Premium kaufst. Und schaut auch gerne in die Videobeschreibung vorbei. Dort findest du meinen Real-Life-Merch, meinen Roblox-Merch und auch den Link zu meinem Discord-Server. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao, Leute!